Steglitz, da sind hunderte Schüler der Fichtenberg-Oberschule über die Schlossstraße gezogen gegen die AfD. Nein, doch. Weil der Schuldirektor wohl direkt zu der Demo mit aufgerufen hatte, was er ja eigentlich in seiner Funktion gar nicht darf. Das Hakenkreuz, das in den Müll geschmissen wird, wird nicht erlaubt und muss kurzerhand rausgeschnitten werden. Die Meinung gebildet, sondern einfach mal, die sind von ihrem, das sage ich nochmal, von ihrem Rektor und der Lehrerschaft in dieser Oberschule da, sind die einfach missbraucht worden für diese Demo. Der besagte Direktor der Fichtenberg-Oberschule heißt Andreas Golus Steiner. Er wurde sowohl online im Vorfeld als auch in Person als Gast auf der Demonstration aus dem rechten Spektrum angefeindet. Nein, doch. Mit selbstgebastelten Plakaten und Flyern ziehen die Schülerinnen und Schüler vom Berenbostler Dorfplatz einmal quer durch Garbsen. Die Idee für den Protest kam von den Schülern selbst. Darüber waren auch die Eltern erstaunt. Und das ist gut.